Reiseziel Museum, ein Entdeckungsreis für die ganze Familie. Ich habe das schon mehr gehört, aber nicht gewusst, dass das insgesamt 50 Museen sind im Vorarlberg, Liechtenstein und Kanton St. Gallen. Übrigens auch der Gedankenberg in Zevelen ist da dabei, Schloss Werdenberg natürlich. Ich bin jetzt aber beim Ortsmuseum in Rüttig gewesen. Das ist das rechts. Reiseziel Museum, das scheint wahrscheinlich eben nicht nur bei diesen trüben Sündungen wirklich ein Magnet sein für verschiedene Familien. Morgen um 10 Uhr, ich bin gespannt gewesen, was da auf uns zukommt. Wirklich ein schöner Platz hier zu Rüttig. Da findet ihr locker, müsst auf der Homepage nachschauen. Rechts Museum, das Ortsmuseum, links eben dann das Therese Schwärzelers Haus. Auch das ganz ein interessantes Museum. Dermal aber beim Reiseziel Museum hat mich vor allem das Ortsmuseum interessiert. Guten Morgen, was geht denn da jetzt ab heute? Ja, heute haben wir das Reiseziel Museum und hoffen auf ganz viele Kinder mit ihren Eltern. Und du bist eine Lehrerin? Nein, die Lehrerin, die ist jetzt gerade weggelaufen, die muss sich umziehen. Also du bist Klassassistentin? Ich bin jemand, wo da schaut, dass alles ausgefüllt ist, dass mir alles, dass alles zahlt wird und jeder sein Köfferle dabei hat. Oh, zeig mir das Köfferle, das ist so ein Köfferle. Ach so. Und was hat es denn da drin, dem Reiseziel-Köfferli? Ja, da hat es, wenn die Kinder schon mehrmals da waren, hat es dann ganz viel so Geschenkli, wo man kriegt, wenn man dann das erste Mal dabei ist. Und von das gibt es schon seit über 10 Jahren und dann hat es dann ganz viele verschiedene von denen Geschenkli. Oh, das alles, wir haben es da gesehen, gell? Ja, da ist die Welt in Ordnung. Da ist im Franken noch 1 Euro. 1 Euro oder 1 Franken für jeder Eintritt, außer Kinder unter 4 Jahren. Babys müssen noch nicht zahlen. Aber du, meine, dir gehört mir, ja, die deutsche Abstammung gehört mir bei dir. Da hört man natürlich. Natürlich. Ja. Aber die Frage, warum denn 1 Euro da in Rüti? Ja, wir haben ja noch Reiseziel vom Vorarlberg. Und da kommen natürlich hoffentlich auch noch vom Österreich. Und ich denke mir, dass die dann mit Euro zahlen. Mal extras Euro-Täschli. Oh, super. Das ist also international, das Angebot, das ist international, das ist schon noch vom Liechtenstein. Und wie man sieht, gell, alles Frauen da, die da beschäftigt sind. Immer zwei Frauen sind alles Frauenpower. Das letzte Mal, da war ein Mann dabei, also das gibt's auch. Aber heute ist alles Frauenpower. Frauenpower passt eh zu der heutigen Schule. Wie aber ist die Altschule gewesen? Klassentreffen, Monika. Ja. Und du bist Lehrerin? Das strenge Freundin Lehrerin. Echt? Bist du ja wirklich so? Total. Sieht man das nicht? Doch. Hab ich eben gedacht. Hast du es immer mal gerne machen? So als Historikerin, auch mal so ein bisschen Lehrerin sein und so? Ich habe tatsächlich eine Zeit lang immer die Info bekommen, ach, werd doch Lehrerin, du könntest es doch so gut, es wäre doch voll deins, mit Kindern schaffen. Aber irgendwie... Entschuldigung. An keinem Wunsch geht in Erfüllung. Nee, nicht wirklich. Ich glaube eher so von Fräulein Lehrerin wäre nichts für mich. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich komme gerade einen Moment. Ach, schwierig, gell? Hast du so Lehrerin auch erlebt? So, weißt du, so die alte Schule? Ich bin auf einem altsprachlichen Gymnasium gewesen und wir haben tatsächlich einen alten Lateinlehrer gehabt, der mit Schlüsselbund nach uns geschmissen hat, als irgendwas nicht funktionierte oder so richtig rumgeschimpft. Ach, wieso geht denn das nicht? Also richtig noch der alten Schule mit Anzug und Krawatte und, nein. Schwierig, gell? Muss gleich jemand für mich machen. Tja, nicht einfach, sich da einzukleiden. Es ist ein hinteres WC gegangen und hat es dann fertig gebracht. Ja, in der Zeit haben wir das Museum angeschaut, das Ortsmuseum, wo übrigens immer am ersten Sonntag von jedem Monat vom Nachmittag um 2 bis um 5 Uhr offen ist. Man kann sich aber auch voranmelden. Und da hat es wirklich ganz viele wahnsinnig schöne Sachen drin, aber man muss natürlich selber hierher kommen. Wie gesagt, immer am ersten Sonntag vom Monat vom Nachmittag um 2 bis um 5 Uhr kann man das oder noch Vereinbarung. Interessant auch das Therese Schwärzers Museum auf der anderen Seite. Jetzt aber zurück zur Schule und zur Monika. Was hast du so umgehängt noch, der Schmuck da? Ja, ein bisschen aussehen wie so ein früheres Freund der Lehrerin. Die waren auch immer sehr streng gekleidet und... Ach so. Ja, die Fräulein. Und jetzt schaust du, ob unter der Bank alles in Ordnung ist? Ob ich alles habe. Aha. Machen wir gleich ein bisschen Schulunterricht. Was um Gottes Willen ist das so, der Lappen? Es hat Schiefertafel da drunter. Ach so. Ah. Was? Da werden wir gleich mitarbeiten. Dann habe ich, das sind Armstulpen. Die hat man zum Schutz. Ups. Und das musst du deinen Kindern alles zeigen, wenn Kinder. Ja, die kennen das ja meistens gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was das ist. Dann probieren wir solche Sachen aus. Wir probieren aus, wenn man auf dem Schiefertafel nicht schreibt. Hast du selber auch erlebt, Schiefertafel? Nein, ich nicht mehr. Nicht ich schon? Nein, dafür bin ich dann doch zu jung. Dann bin ich alt genug, ich habe das erlebt. Ja. Ich kann aber, also ich habe im Kunstunterricht damals noch mit Feder geschrieben und das Schreiben mit Sütterlin gelernt als Kunst, also nicht. Und was vermittelst du jetzt auf eine Schrift da?
Es ist ein Mischmasch aus diversen alten Schriften. Ich habe mir was aus Schweizer Schulbüchern kopiert. Da haben wir so kleine... Oh genau, mein Gott! Ja, dass die Kinder so ein bisschen... Das unterste Wort heißt Schule. Das habe ich selber auch nicht mehr gehabt. Nicht mehr. Wir haben es lesen gelernt im Kunstunterricht und schreiben gelernt. Das ist ja mega schön, so Omas Briefe lesen zu können. Genau, also lesen gelernt haben wir es, aber schreiben das nicht können. Okay. Ja. Kannst du das noch so schreiben in dem Fall? Ja, teilweise. Also ich habe mal so Kurse mitgemacht und dann kann man von der Kantonsbibliothek aus da mal so, von der Valiana, die bieten sowas an, so Leseübungen. Man hat ja doch immer mal wieder alte Schriftstücke, entweder im Museum oder Leute kommen mit Briefen von der Oma oder mit irgendwelchen alten Rechnungen und so und da steht, was, das können wir nicht lesen. Und dann ist es dann doch spannend, wenn man sich dann mit den alten Schriften ein bisschen befasst. Das ist ganz süß. Das ist ja für dich als Historikerin recht spannend, oder? Ja, sicher. Zu meinem täglichen Brot. Da kommst du wieder neue Sachen her. Genau. Und wie oft machst du das jetzt? Heute? Ja. Nein, heute immer zur vollen Stunde, aber sonst halt, gell? Das ist jetzt in Rüti im Museum und das gibt es aber überall, gell? Das Reiseziel. Genau, das Reiseziel-Museum ist ein Programm, das aber schon seit 10 Jahren existiert. Das ist ausgegangen aus Österreich, Vorarlberg. Mittlerweile machen Vorarlberg, Liechtenstein und St. Gallen mit. Mhm. In der Rheinschiene sind es über 50 Museen insgesamt, auch Stadt St. Gallen, ganz interessant. Und du als Lehrerin, wo trägt die Stufe? Ja, hier im Ortsmuseum in Rüti. In Werdenberg auch? Nein, da sind andere unterwegs. Vorarlberg auch andere? Überall andere, ich bin nur hier bei uns. Hätte man mal so ein Treffen zwischen den Lehrerinnen? Also, weißt du, wie ich bin ja nur hier Lehrerin, weil wir das Thema Schule haben. Ach also so. Die anderen machen ganz andere Sachen. Ach jedes Museum hat ein bestimmtes Thema. In Werdenberg ist heute Barock zum Beispiel. Ja. Und wir haben Klassentreffen, weil das sich so anbot durch das Ortsjubiläum und wir überall so Klassenfotos hier drin haben. Das war das alte Schulhaus von Büchel hier bis 1952. Und echt vor? Ja, hier sind noch Leute. Also in dem Raum, die hier in die Schule gegangen sind, genau. Und wie viele Kinder sind da drin gewesen? Das weiß ich nicht. Aber auch schon viele, ja? Vermutlich. Doch, über 30. Da hinten hängen Klassenfotos, teilweise so. 36 bis 40 Kinder und das war ein bisschen anders damals. Unglaublich. Was kann man sich das heute kaum vorstellen. Das sind das 35 Quadratmeter höchstens, das wahrscheinlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Heute braucht es 70. Also ich würde sagen, das ist also viel mehr, wenn wir da mal so rumschauen. Ist das nicht unglaublich? Und da drinnen hat es also 30 Kinder gehabt. Mamma mia. Und heute braucht man ja ein Klassenzimmer von 70 Quadratmetern, sonst ist es dann zu wenig. Ja. Okay, also das Klassentreffen, das ist dann immer überraschend, gell? Also wenn Kinder hören können, dann haltest du die Lektionen immer zur vollen Stunde. Ja, wir haben es letztes Mal ein bisschen wegen Corona gemacht, so wie viel. Wir haben Platz für 6 Kinder und ein paar Eltern dazu, dass wir sie nicht überborden lassen. Und dann habe ich immer je nach Aufkommen draußen die Schulglocke geläutet und gesagt, es wäre wieder eine Unterrichtsstunde. Kinderlein, kommt. Also die Bank da, woher sind die? Die ist aus dem Burghalten Schulhaus in Rorschach, habe ich noch organisieren können. Das ist eine Originale. Und es funktioniert noch alles hier mit dem Tintenfässchen, das schiebt man auf, da ist das Tintenfässchen drin, wenn man es gerade nicht braucht, kann man es wieder zumachen. Wunderbar, hier, wenn man was lesen möchte, kann man hier das Buch platzieren. Wie sind denn Kinder so, wenn es daher kommt? Erstmal haben sie Angst vor mir, weil gesagt bekomme ich sein strenges Fräulein Lehrerin. Und dann neugierig, weil das meiste kennen sie nicht. Schulbänke sind anders, Schulzimmer sind anders, Schultheken, alles anders. Griffel kennt man heute nicht mehr. Und das, solche Lappen und so weiter, alles, was hier liegt, wird erstmal so, was ist denn das? Was macht man denn damit? Und dann erzähle ich ein bisschen, plaudere ein bisschen, wie das denn früher war. Ja, wie es groß in die Schule gegangen ist. Und was meinst du so persönlich? Also, ist heute besser oder früher besser? Weißt du, wenn du sagst, sie haben Angst gehabt? Also, ich möchte nicht einen Lehrer haben, der mich schlägt oder vor dem ich jeden Morgen so Angst haben muss, dass ich mich gar nicht in die Schule traue. Also das ist definitiv besser. Es könnte sein, dass der Zusammenhalt in den Klassen früher besser war und irgendwie, dass sowas vielleicht schöner war. Und heute mit der vielen Technik, man verlässt sich einfach drauf. Ich bin kein Lehrer, ich weiß es nicht. Kann du sein, dass es toll ist. Du wachst jetzt drinnen. Demnächst werde ich engagiert. Möchtest du mal so eine richtige Lehrerin sein? Möchtest du mal eine Probe? Nein, lieber nicht. Lieber im Museum, dann kommen die Leute und dann gehen sie wieder. Auch Museen, auch Ausstellungen, ja, die können und die gehen. Jetzt im Moment ist es Schule, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Im Oktober gibt es aber dann eben hier in diesem Museum eben eine starke Frauenrolle von der Freilichtbühne Rüti. Obwohl das Museum klein ist, der Monika Meier macht gerade das Kleine sehr viel Spass, um das eben zu strukturieren. Das macht ja nichts. Also es geht ja nicht unbedingt um die Größe, sondern um den Inhalt. Ja. Da kann man sich dann einfach schön austoben. Und wie lange hast du noch für so etwas? Also musst du ja riesig beschäftigen, gell, mit all dem Thema. Ja, also eigentlich, wenn man hier nicht
viel Platz hat, muss man schon ein bisschen schauen, was wähle ich denn aus und wie wähle ich es aus und was könnte interessant sein. Gucken immer, dass es einen Bezug zum Dorf hat. Es ist das Rüthner Ortsmuseum und das sind jetzt alles Klassen und Bilder von Schülern oder Bücher von Schülern und Sachen von Schülern, die tatsächlich auch irgendwie in Rüthi oder in Büchen in der Schule waren, dass man einen Ortsbezug hat, das finde ich wichtig. Dass man nicht von irgendwoher irgendwas nimmt, das könnte man woanders auch anschauen. Das ist unser Ortsmuseum. Deswegen wird es auch irgendwelche Themen immer geben, die mit dem Ort direkt zu tun haben. Du, Monika, hören wir etwas unten? Ja, ich glaube Füße. Gehen wir mal. Und so. Und jetzt natürlich heisst es natürlich sofort Covid, gell? Und jetzt, wo wir nicht jedes Mal geimpft sind. Passend so fahren. Genau. Und jetzt bist du alles am Kontrollieren. Ja, sicher. Ob für die Schulstunde alles vorbereitet ist. Aha. Wollen ja keine traurigen Gesichter gleich haben. Warum meinst du? Ja, wenn ein Kind hier nicht mitmachen kann, das ist ja tragisch. Ach so, das genau. Und was muss denn drinnen sein? Eine Schäfertafel und Armschoner. Obendrauf was zum Schreiben. Wir haben einen Bleistift und wir haben eine Feder für die Tinte. Das probieren wir gleich alles aus. Ihr könnt voll von dann wieder her. Jawohl, von dann wieder her. Und was ist das Ziel, dass die Kinder wieder mal lernen, dass es eine richtige Schule ist? Ja, ja, eigentlich, dass wir ein ordentliches Programm haben bei dem Wetter. Du freust dich? Gehst du schon in die Schule? Nein, geht aber nicht in die Schule. Nein, ja, der geht in den Kindergarten. Oh je, du, jetzt kommt das erste Mal unter den Deckel von der alten Schule. So ist es. Das kannst du verantworten als Vater. Ja. Sitzt du schon nachher? Ja, sicher noch. Gut. Ja. Gut. Den kann man immer mitnehmen und dann kann man nach dem dritten Mal kann man dann wieder neue Pflanzen Gut, danke vielmals. Und da ist so ein Kleber, wo man vielleicht vorne draufkleben kann. Mhm, danke. Das will ich da auf die Kleber. Genau. Du strahlst ja so, freust dich? Mhm. Was erwartest du so? Sind wir mit dem Auto da? Schule! Ja. Endlich in der Ferien wieder Schule, hä? Ah, aber das sollte man Schule vor 100 Jahren spielen. Hoi, 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 hoi. Was meinst du? Was ist das so? Hä? Vor 100 Jahren? Mama weiss es auch nicht, hä? Das hat man mit Tinte oder Füller geschrieben. Genau, mit Tinte oder Füller. Hast du das noch nie gemacht bis jetzt? Mm-mm. Ui, da sind wir aber gespannt. Ui, man kann schon lange nicht mehr. Ihr könnt jetzt von Rüthi hierher? Ja, genau, wir starten hier. Und das solltest du deinen Kindern antun, diese Schule vor 100 Jahren? Ja, genau, ich bin selber Lehrerin. Natürlich tue ich ihnen das auch. Ein bisschen Spass muss sein, gell? Komm mal. Genau, wenn man dann will, kann man da jetzt umschauen und da kann man dann noch was basteln. Dann können wir so einmal damit. Gut. Ihr dürft zur zweiten Stunde ein bisschen ausschlafen. Das wird die strenge Stunde. Ja, die jetzt ja auch. Noch ein Schüler, der zu spät kommt. Vielleicht hat er das schlafen. Einfach ins Klassenbuch. Ja, genau. Warte mal kurz. An der Wand platzieren. Ganz kurz noch vorher, bevor es anfängt. Wie ist das als Lehrerin, mal in der alten Schule drin zu sitzen? Sehr spannend, ja. Kann ich vielleicht noch was lernen. Wenn sie es nicht richtig macht, tust du eingreifen? Ja, weil schau, ich würde es schon richtig machen. Dann freuen Sie sich, ich bin nach innen. Jawohl. Herzlich willkommen im Schulhaus. Da ihr alle brav Maske trägt und ich als Museumsmitarbeiter das machen darf, werde ich ohne Maske arbeiten. Ich bin das strenge Fräulein Lehrerin. Bin ganz nett, keine Panik. Wir machen heute so ein bisschen Schule, wie das zu Grosis Zeiten war oder noch ein bisschen länger her, so vor 100 Jahren.
da sah die Schule ein bisschen anders aus, wie das heute so ist. Wer ist denn schon in der Schule von euch? Okay, sieht euer Klassenzimmer so aus? Nee. Das habe ich mir gedacht. Manchmal hat man heute einen Beamer sogar in der Schule oder so. Ja, sogar. Cool. Und Technik und alles Mögliche. Und es ist vor allen Dingen viel größer. Man sitzt auch nicht an solchen Bänken. Alles sieht anders aus. Und ich nehme an, das Fräulein Lehrerin, wenn ihr eines habt, sieht auch ein bisschen anders aus. Mhm. Ich werde auch extra nicht besonders streng sein. Vor 100 Jahren wäre das ein bisschen anders. Diejenigen, die da zu spät gekommen sind, das hätte schon mal nicht gegeben. Da wäre man ganz streng mit umgegangen, Eintrag ins Klassenbuch, irgendwie eine Strafe oder sogar schon gleich damit. Was ist denn das? Hat jemand Angst? Also, früher war es tatsächlich üblich, dass die Lehrer die Schüler bestraft haben, wenn was Schlimmes gemacht, also noch nicht mal was Schlimmes, sondern wenn sie was gemacht haben. Bitte schön. Mein Opa war da und der hat erzählt, gell? Das wäre heute schlimm, ne? Also hätte ich Angst, in die Schule zu gehen. Gott sei Dank gibt es das heute nicht mehr. Da brauchte man teilweise nur die Hausaufgaben vergessen oder zu spät kommen oder irgendwie getuschelt haben, also im Unterricht geredet haben und schon kriegte man eine mit dem Rohrstock. Schlimm. Und damals, wenn der Lehrer in die Schule kam, mussten alle aufstehen. Macht ihr das auch in der Schule, wenn der Lehrer kommt? Nee? Sowas. Wenn ich dann als Fräulein Lehrerin hier in die Schule gekommen wäre, hätten alle schön neben dem Pult stehen müssen. Und dann guten Morgen, Fräulein Lehrerin, guten Morgen, Schüler. Und man musste auch aufstehen, wenn man was zu sagen hatte. Müsst ihr das heute auch, wenn ihr aufzeigt und der Lehrer nimmt euch dran, bei einer Rechenaufgabe oder irgendwas? Dürft ihr sitzen bleiben, oder? Mhm. Damals musste man sich hinstellen. Alle konnten das dann sehen. Und wenn man dann falsch war, war man ein bisschen doof, ne? Guckt doch mal alle unter eurem Pult, ob ihr da irgendwas Lustiges findet, was ihr vielleicht noch nicht so gesehen habt. Was habt ihr denn da? Aha, da hinten holt eine junge Dame schon ein paar Sachen hervor. Findet da alle so ein komisches Holzteil mit so Kästchen oder Linien drauf? Holt das mal alle hervor. Müsst ihr bei jedem eins drin haben. Was ist denn das? Was macht man damit? Eine kleine Wandkabel. Oh, super. Also ich dachte, aber den groß hängen. Sieht so ähnlich aus. Ganz genau. Das ist eine kleine Schiefertafel. Und das hat man früher anstatt eines Heftes gehabt. Dann hat man auch so Schiefertafeln schreiben können. Womit schreibt man denn da drauf? Das geht ja schlecht mit dem Filli, oder? Guckt euch mal um auf eurem Platz. Da liegt irgendwo was rum, womit man darauf schreiben könnte. Was würdet ihr dann nehmen? Aha. So, die jungen Damen haben schon. Schon. Auch schon. Da hat auch schon jemand was. Da hat es noch was anderes. Guck mal, wie wär's mit dem mit der weißen Spitze? Na, guck mal, such mal den mit der weißen Spitze. Genau. Den anderen kannst du da hinlegen. Ihr könnt doch sicher alle euren Namen schreiben, oder? Guck mal, da drehen wir das mal hoch. Pluck, da hat sie nette Linien. Jetzt versucht doch einfach mal alle euren Namen zu schreiben. Könnte sein, dass es ein bisschen quietscht. Ja, da. Hier, wo ist das Glas? Oh, das ist hier. Und da? Groß, so wie du es hast. Oh, wie schön. Ja. Aha. Cool. Konzentriert hier. Super. Damals war das übrigens üblich, das war mal wirklich das Schulzimmer von Büchel. Hier waren ganz, ganz viele Kinder auf einmal drin. Und zwar von der ersten Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse und so weiter. Teilweise viele Klassenstufen zusammen, eine gemischt. Das ist bei uns heute auch nicht so. Da hat man erste Klasse, die sind für sich, zweite Klasse, dritte Klasse und so weiter. Und teilweise waren hier über 30 Kinder in diesem Zimmer. Wir sind jetzt 6 Kinder und ein paar Erwachsene und wir haben schon ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen voll, oder? Wenn man sich das vorstellt, die haben sich in so Bänke gequetscht, teilweise saßen gespritzt. Dann wird das ganz schön kuschelig, oder? Also ich finde, ihr macht übrigens sehr komische Buchstaben.
Vor 100 Jahren sahen die Buchstaben nämlich ein bisschen anders aus. Die haben ein bisschen anders geschrieben. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn ihr mal Briefe von euren Großis oder noch älteren Leuten gelesen habt. Da kann man die manchmal gar nicht lesen. Die machen komische Buchstaben. Buchstabe, das ist ein M. Vor 100 Jahren hätte das M so ausgesehen. Schon mal gesehen? Das ist ein Schnürli-Schrift M, also normal macht man ja Schnürli-Schrift manchmal heute so, aber sieht trotzdem ganz anders aus, ne? Also, die Leute von vor 100 Jahren fänden unsere Schrift heute ein bisschen komisch. Die Zeitungen waren genauso schon gedruckt. Wir hätten das auch lesen können. Es gab auch schon Bücher mit unserem Buchstaben. Aber wenn die Schreibschrift, also Schnürli-Schrift, geschrieben haben, sah das ganz, ganz anders aus. Und Schnürli-Schrift hat man mit etwas anderem geschrieben. Jetzt habt ihr vor euch alle so ein komisches Ding mit einer Spitze dran. Weiß jemand, was das ist? Wofür man das braucht? Was? Genau, der junge Mann hat da schon mal eins. Genau. Da ist vorne so ganz spitz. Ihr haltet das schon alle richtig, das ist super. Das ist aber nicht für auf die Tafel zu schreiben, sondern dafür braucht man tatsächlich Papier. Aber wenn man Papier hat, hat man ja noch gar nicht. Wie kriegt man dann Buchstaben auf das Blatt? Was braucht man dann noch? Tinte. Aha, Tinte. Ihr habt da so ein kleines Tintchenfestchen stehen und die anderen müssen mal auf ihrem Platz suchen, ob sie da irgendwas versteckt finden können. Ein Buch. Wo könnte sie, du guckst schon richtig hin. Versuch mal und? Ja. Ja, super. Da hat das Tintenfäßchen direkt im Pult gehabt. Ganz praktisch. Wenn man die Tinte gerade nicht brauchte, konnte man das wieder zuschieben. So, und jetzt habe ich für euch alle ein kleines Schulheft vorbereitet. Da können wir ein bisschen mal mit üben. Bitte schön. Bitte schön. Zum Abwischen. Anziehen. Wohin denn? Versuch mal. Aha, super. Und wofür, weswegen muss man das da hin machen? Damit man nicht voll wird. Ganz genau. Das ist, früher hat man nicht so häufig gewaschen. Und wenn man dann seine Sachen nicht dauernd waschen wollte, aber auch nicht schmutzig werden wollte, hat man das sich einfach so schön über die Ärmel gestülpt. Erwachsene kennen das vielleicht aus dem Gangsterfilm aus den 50er Jahren in den USA, wenn dann irgendwie so irgendjemand aus dem Büro da hatte, die hatten dann auch immer so über ihren Hemden dann diese... Praktisch. Hat man schon so ein bisschen das Gefühl, oh, fühlt sich alles anders an. Jetzt dürft ihr mal ausprobieren. Bei euch mache ich mal das Tintenfäßchen auf. So. Und zwar muss man immer mit diesem komischen Teil, mit dieser Feder, tunkt man einmal in die Tinte rein und dann streift man das ein bisschen ab und dann kann man loslegen. Da habe ich auf der einen Seite Zahlen, die sehen ganz genau so aus wie unsere Zahlen heute. Also Zahlen haben sich so gut wie gar nicht geändert. Manchmal ein bisschen schwungvoller, aber sonst geht es. Wer schon Zahlen lesen kann, kann das ja gut erkennen. Jetzt wollst du, was du magst. Super. Oh, hörst du, was es macht? Das kratzt ein bisschen, oder? Okay. Und guck mal, wie viele Zahlen kannst du denn schreiben, ohne nochmal einzutunken? Super. Super. Sehr schön. Das klappt ja wunderbar. Ja, ich nehme mal hier. Also, das ist schön einfach. Also, da hast du das, genau, da kannst du ein bisschen einfach mit der Feder einfach mal ein bisschen üben, wie sich das überhaupt anfühlt. Das ist ein bisschen anders, als wenn man den Farbstift in der Hand hat. Oder Bleistift. Cool. Oder da, du dann Strich habe. Da ja, genau, dann Strich habe. Ohne zu rufen. Oha. Und habe. Nicht so fest drucken. Also der Ufe. Bist du Lehrer? Nein. Nicht? Nein. Ha. Erziehungsberechtigter Vater. Und Ufe.
Hilfe, mit der Arbeit. Aber es geht schwer. Geht schwer, gell? Ja. Mit einem Bleistift geht es besser. Ein Buchstaben könnt ihr bestimmt erkennen, oder? Ja. Wer schon lesen kann, auf der rechten Seite ein Buchstaben. O. Okay. O. Ein O, ganz genau. O da. Es gibt tatsächlich Buchstaben, die sahen früher ganz genauso aus wie unsere. Das da zum Beispiel. Schön. Gut. Ach, das ist aber super geschickt. Gell? Als Linkshänder, super. Ja, perfekt. Mit der alten Feder. Hm? Das ist gut. Mir hat man damals als Linkshänder alles in die rechte Hand herentun. Ja, genau. Unglaublich. Ja, da machen wir heutzutage nicht mehr. Da üben wir mal ein bisschen mehr. Gell? Dann geht das mit links. Super, da machst du mal. Frau Lehrerin, eine Frage. Ja, bitte. Eine Anmerkung. Bitte? Die Wandtafel, die Sauberkeit. Oh, es lag eine alte Tafel, die kriegen sie nicht sauber. Tintenpatrone? Ja, und früher gab es keine Tintenpatrone. Finde ich eigentlich allerhand nicht. Monika rackert sich oben ab. Gell, wir machen das Smalltalk. Ja, ja. Ja, der gehört auch dazu. Wir warten auf Kundschaft. Du, sie macht es echt gut. Die macht es gut, es ist einfach mir aufgefallen, die Tafel ist so schmutzig. Ja, die ist, glaube ich, die bringt man, glaube ich, nicht mehr sauber. Hat sie auch gesagt? Ja, nein, die bringt man nicht mehr sauber, wir haben es schon probiert. Gut. Schaut eine alte Tafel. Nein, haben wir wieder vergrößern? Eben ja. Musst doch etwas sagen. Hast du das noch erlebt, so Schiefertafeln und ja, Tintenschrift? Ja. Ich weiss noch, ich musste noch auf der Schiffertafel schreiben und dann hat man auf einer Seite Häuseli gehabt. Genau. Und ich weiss, ich war so im Zeug drin. Meine Mutter hat mir gesagt, ich habe es nachts geträumt und gesagt, zwei Häuseli hoch, nicht nur eins. Aber es ist dann gleich Tinte gekommen. Ja. Also es ist dann wirklich gleich Tinte gekommen. Aber dann hat man die Tafel nur noch zum Jassen gebraucht. Ja, ja. Es steht jetzt auch ein Linkshänder. Und der schreibt wirklich saumässig gut. Ja, selber, mir hat man den Griffel oder was es war, dann die rechte Hand durch das Bleistift. Ja, und du hast als Grossmutter hast du das noch erlebt? So. Nein, eben nicht mehr. Nicht mehr. Gott sei Dank nicht mehr. Die dürfen jetzt von Anfang an gerade so schön links schreiben. Ja. Und das kommt total gut. Aber du selber in der Schule hast das Sachen noch erlebt? Dass man ja, mal. ich bin in dem Alter, wo man das noch erlebt hat. Ja. Und wie findest du das? Also, Mal war es einfach halt entscheidend, wenn sie nicht so schön geschrieben haben. Dort mal hast du ja noch die Schrift benotet. Genau. Und heute finde ich das total toll, dass man da rum muss. Das läuft da. Gehst du gerne in die Schule in der Ferien? Wo hast du Lesen und Schreiben gelernt? Zum Herpen. Ja. Und Rechnen im Oberried. Hoi. Und was denkst du, das war früher anders als jetzt? Anders? Ja. Ja, da musst du meine Töchter fragen. Sie ist Lehrerin. Hoi, wo ist sie denn? Hinter mir? Ja, gerade hinter dir. Hoi, da. Sie geht weg. Was meinst du, was war früher anders als jetzt? Ich glaube, es hat sich schon viel verändert in den letzten Jahren. Weniger Kinder im Schulzimmer, andere Lernmethoden. Ja, ich denke, auch grundsätzlich hat sich sehr viel verändert in den Schulen. Kennst du das Schulzimmer hier oben? Hast du schon mal gesehen? Nein, ich war noch nie da gewesen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Da sind vorher ja über 30 Kinder zum Teil drin gewesen. Jetzt sind es 6, 7 drin. Inzwischen hat man so ein Schulzimmer 70 Quadratmeter. Das hier oben ist wahrscheinlich etwa 30. So irgendwie. Hat sich schon Mengen zu tun, gell? Und gleich hast du es ja gesehen. Also, dein Vater hat gesagt, er hat gleich Lesen und Schreiben gelernt. Ja. Gell, es wird gleich zum Ziel. Viel Weg führt nach Rom. In der Tat ein treffendes Votum. Die Primarlehrerin bringt es auf den Punkt mit kurzen Worten. Viel Weg führt nach Rom. Und die Ausstellung hier zeigt auch mit einer anschaulichen Art, wie Monika Meier das macht. Mit wie wenig das eben vieles möglich ist. Ja, manchmal ist weniger eben mehr. Jetzt geht's auf zur nächsten Lektion. Ja, dann also auf ein neues. Und wenn ihr es im August verpasst, dann am 5. September gibt es eine weitere Möglichkeit. Ja, wirklich interessant, was man dort zu sehen überkommt. Das Forstmuseum Rütibüchler besteht übrigens aus drei Ausstellungen in drei verschiedenen Häusern. Im Zivilschutzgebäude ist Puppen- und Spielzeugsammlung und eben hier, an dem Standort, wo wir jetzt waren, ist Schwärzlers Therese-Haus. Eine ganz interessante Ausstellung, wo wir übrigens auch schon einen Bericht darüber gemacht haben. Dann aber eben das Forstmuseum Rüti mit diesen Sonderschauen, der mal jetzt eben mit dem Thema Schule.
Und später geht es eben dann um Frauenrollen in der Freilichtbühne Rütti. Die Ausstellungen hier am Standort Rütti-Büchel sind übrigens immer am ersten Sonntag vom Monat vom 2 bis 5 Uhr offen oder eben auch nach Freibarungen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier etwas abzumachen oder eben zu den Öffnungszeiten vorbeizugehen.